Ja, sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über Alten- und Pflegeeinrichtungen haben wir ja in den vergangenen Monaten sehr viel gesprochen. Denn allen von uns ist klar, dass wir nicht wieder Pflegeeinrichtungen wollen, in denen viele Menschen sterben. Wir wollen aber auch keine Einrichtungen, in denen Senioren oder besser gesagt unsere Eltern und auch Großeltern vereinsamen, weil sie keine mehr besuchen darf. Ja, ist eine schwierige Situation und die Vorschläge aus der Vergangenheit wurden teils sehr abenteuerlich. Vom Plexiglasscheiben und Besucherzöllen wie im Knast bis zum Vorschlag, dass man nur im Garten spazierend mit Abstand jemanden besuchen darf. Ziemlich super Idee bei bettlägerigen Patienten. Das Gute ist doch, dass wir mittlerweile viel mehr wissen über das Virus und vor allem auch, wie man Übertragungen verhindern und Risikogruppen schützen kann. Reihentestungen bei Bewohnern, wie Sie es fordern, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, lehnen wir jedoch ab. Diese Forderung in Ihrem Antrag gleicht für uns einer Körperverletzung. Wer von Ihnen hat sich schon einem Corona-PCR-Test unterzogen? Und wie schmerzhaft war das weite Stäbchen in der Nase? Und jetzt stellen Sie doch mal lebhaft vor, wie Sie in einem Heim mit 120 teils hochgradig Pflegebedürftigen jedem einmal pro Woche so ein Wattestäbchen in die Nase stopfen. Sie werden dabei auch Bewohner haben, die nicht mehr in der Lage sind zu sagen, ob sie das überhaupt wollen oder nicht. Also bleiben nur Blutschnelltests. Aber wie zuverlässig sind diese? Dazu wollen Sie die Maßnahmen an die Corona-Ampel knüpfen. Dies ist auf jeden Fall strikt zu entkoppeln. Egal wie Sie es drehen und wenden, es bleiben nur zwei Optionen, wenn Sie unsere Senioren schützen wollen und gleichzeitig nicht wollen, dass diese vereinsamen. Zum einen, das Pflegepersonal muss sehr engmaschig, regelmäßig und auch zuverlässig getestet werden, so wie wir es von der AfD bereits im März diesen Jahres gefordert haben. Erinnern Sie sich? Wenn nicht, dann helfe ich Ihnen hier gerne auf die Sprünge. Schutz des Personals und damit auch der Bewohner. Das war die Drucksache 18-70-42. Dieser Antrag wurde von Ihnen, von Ihnen, von Ihnen, von Ihnen und auch von Ihnen abgelehnt. Ihnen ging es doch damals gar nicht um den Inhalt, sondern nur um die Tatsache, dass der Antrag von der AfD kam. Jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist und anfängt zu ersaufen, kommen Sie mit Ihrer Flut an Anträgen zum gleichen Thema um die Ecke. Sie haben diesem Personal wissentlich Tests vorenthalten und im Gegenzug völlig planlos fast 5 Millionen Tests in Bayern im Wert von mehr als 214 Millionen Euro verschleudert für eine Positivrate von 1%. Zum anderen, wir müssen Besucher zulassen, aber sie auch mit FFP2-Masken ausrüsten. Diese müssen finanziert sein, denn keiner will, dass die Generation vor uns einsam im Heim leben muss oder vielleicht sogar einsam dort verstirbt. Einfach und effizient FFP2-Masken und ausreichend Tests für das Personal. Mehr braucht das nicht. Keep it simple heißt der Schlüssel. Die anderen Anträge lehnen wir ab. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte am Mikrofon, Herr Maran. Eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten Spitzer. Ja, sehr geehrter Herr Magel, ich muss Ihnen schon widersprechen. Der ein oder andere Kollege und Kollegin haben sich ja auch hier im Landtag einem Schnelltest unterzogen. Und da hat der ein oder andere sicherlich die Erfahrung gemacht, dass es auf der einen Seite über die Nase und zum Teil nur über den Rachen einen Abstrich gegeben hat. Und hier von Quälerei zu sprechen, das weise ich auf das Schärfste zurück. Das Zweite ist, auf der anderen Seite ist es so, dass wir keinen dazu zwingen werden, weder vom Personal noch von den zu Pflegenden diesen Abstrich über sich ergehen zu lassen, wenn er das denn nicht wünscht. Ja, Herr Kollege Spitzer, die Leute, die ich kenne, die sich einem solchen Test unterzogen haben und dieser über die Nase abgenommen worden ist, die berichten sehr wohl von unangenehmen Schmerzen, die sich niemandem anders weitergeben wollen. Danke. Oh my God.